Es geht weiter im Hallen zurück in Calaglia im Bergvulkan bei Tales of Arise. Ich muss aber zugeben, dass man Tamir daran gelegen ist, hier ein bisschen hinzumachen. Weil ich das Gefühl habe, das Spiel wird ein bisschen künstlerisch gestrickt. Da bin ich jetzt nicht so Fan von. Und deswegen ignoriere ich solche Gegner jetzt mal. Ich würde sie eigentlich nur die stärken Gegner mitnehmen. Dass ihr ein bisschen schneller vorangeht. So, wer von euch kann jetzt hier in den Weg? Was? Kannst du auch? Okay. Most definitely. Though I won't make any promises. Which one is it? Ich wollte gerade sagen, ist ja widerspricht sich ja. I can't say its appearance is to my tastes personally. Du musst sie auch nicht anziehen. Hä? Oder doch? Nee. Ey, war für sie. Mystisches Gewand. Mit Wasserstrahlenergie. Sehr schön. Ist für irgendwie auch ein Outfit. Also, so ein Outfit halt. Offenbar nicht, krass. Alter, ein Bergvulkan, ey. Komm mir da vor wie zu den Anfängen vom Spiel. Als es damals im Kampf gegen Balsef ging. Hä? Doch, die warten ja doch. Okay. Die warten ja doch, bis sie die Truhen geplündert haben. Okay, solche Gegner, wie gesagt, können wir mitnehmen. Okay, der andere hat wesentlich mehr Punkte gegeben. Schade. Der andere wäre ergiebiger. Hm. Was echt so ein Special-Ding? So ein Special-Viech? Weil so. Calcified. Calaglia. What kind of poem is that? A sparse one. Ich wollte auch sagen, dürftiges, ja, da hat was. Warte mal. Bin ich eigentlich richtig unterwegs? Naja. Ist das Brauchbares da vorne? Tschüss! So. Salbei. KP steigern. Yo. Schneller klettern hier. Zum Glück geht das ja auch. Okay. Hier, da ist noch eine schöne Sache. Wow, Alter! Erschrocken. Was? Nein! Okay. Und diese Aura ist diejenige, die immer auf die Fresse kriegt, ey. Die kann einem schon leid tun. Okay, sogar noch 4 Hertz.
goldenes Gelee. Gelee. Also die einfach gar nichts mehr bringen. Wir sind aber schon zu krass, Freunde. Dabei, wir können noch krass, krasser werden. So, ich muss da hier hin und dann da runter, okay. It's crazy to see rocks melt before our eyes. Watch where you're going, everyone. If you fall, there will be nothing left of you. Das ist leider wahr. Exactly. So don't try anything funny. I didn't know you had that sort of trick up your sleeve, Dohalim. I would have figured rocks and plants would be too different for you to handle both. Not necessarily. Both of them contain Earth astral energy. Luckily for me, this area is. Das stimmt. Da hat er irgendwas gekriegt. Absoluter Schutz für ein absolut gutes Gefühl. Ja, gefällt mir. Rich not only in fire energy, but earth as well. Kürzung? Ja. Krass. Also die Frage, ob ich da auch nichts vergessen habe. Ist doch ein relativ weiter Weg, gehen nochmal zurückkommen. Meine Viecher hier gehen sowieso kaum Erfahrungspunkte. Haben mittlerweile gelernt. Dann kann ich die Ahau ignorieren. Nur dieser eine Leuchtende, den wir relativ zu Beginn dieser Mine, dieses Bergwerks gesehen haben, der hat ein bisschen was gebracht. Aber der Rest. Ich bin eigentlich voll ausgewichen. Zumindest dachte ich, ich wäre ausgewichen. Naja. Tja, viel gibt's hier überhaupt nicht. Trash. Jo, okay. War also eigentlich doch nichts Besonderes hier. Dafür kommen wir jetzt endlich ins nächste Gebiet. Ich hoffe, es ist nicht so groß wie der Tempel, Dungeon, wie auch immer. Passt zu mir soweit? Oh, super. Ich halte mich mal so, man kann nachher das Ding da vorne nutzen, um mir da komplett hoch zu healen. So, der fast voll. Was macht eigentlich das grüne Gelee? Ah. So, wie gesagt, dann sparen wir uns für später auf. Ich hoffe nur, ich denke auch dran. Und dann ab zum Bossfight. Nee, oder? Ifrit! What the hell is that thing? Probably that monster Nath warned us about, if I had to guess. Do you think this might have been where one of those lights that shot out of the wedge landed? But why this location? If the purpose of the wedge is to harvest Dana's astral energy. We can figure that out later. If that thing gets into town, it's going to cause chaos. We need to take it down and move on. Let's go!
Das Viech sieht genauso aus wie das, was damals im Kampf gegen Walzer aufgetaucht ist. Es heißt sogar nach Ifrit Malum. Es ist Ifrit. Also Sylph haben wir schon gesehen, das war aber in dem Fall ja nur Sidequest-mäßig. Und das ist wohl jetzt Hauptstory. Kann ich das wie machen? It's summoning Zoogle? Take care of them while keeping an eye on it. Also ist genauso wie jetzt damals mit dem Sylph-Viech. Ist halt die Frage, wie zum Henkel kriegen wir das Blatt? Okay, der Schaden geht aber von Ifrit. Die Frage ist halt eher, wie sollen wir Ifrit überhaupt angreifen? Also sehen auch nicht, wie wir das überhaupt attackieren können. Ich halte Ifrit mal ein bisschen im Auge. Ja, und ich hau ab. Tschüss! Na gut, ich meine, er macht sich nur auf die Mitte, ist ja nicht so schlimm. Die Viecher halten echt was aus. Ich rede schon wieder, wa? Ja, ja, ab, tschüss! Da tue ich mir nicht an. Also bisher ist Ifrit noch nicht so schlimm, weil wir sehen, was er macht. Wir nehmen den gleichen Scheiß. Erstmal gleich den Fäusten an, dann kommt ein Flammenangriff, aber in die Mitte. Scheiße, ist da mal zerbrechen, ey. Jetzt wären wir schon ein Herrscherhieb. Schione, kannst du bitte mal eilen? Geht doch. Nein, doch. Ich würde jetzt ein bisschen auf den Sack. So, nun? Was machen sie gegen dich? Oh, ernsthaft? Müssen wir vielleicht erstmal die Gegner hier platt machen? Also alle vor allem. Das wird ein Spaß. Ich dachte sonst vielleicht, dass irgendwie Ifrit also erstmal abwarten muss, bis Ifrit angreift und dann zurückschlagen muss. Aber scheint eher ein bisschen schwierig zu werden. Hier setzt zwar Astralarte ein, aber gehen auch relativ schnell kaputt, wie man sieht. Alter, ist das Ifrit, der da angreift, oder was? Boah, ja, fast down. Okay, aber HP gehen noch. So. Was kommt jetzt? Reinforcements incoming. Not a problem. Ja, aber es kommen immer neue Gegner und neue Mischmasch an Gegner, also ich glaube, die Strategie selbst ist schon nicht schlecht, die wir aktuell fahren. Alter, die gehen auf den Sack. So, Feuer habe ich auch drauf.
War die Frieda, betet er? Nein, nein, nein! Ui! Alter! Er hat auf mich abgesehen. Alter, was ein Arsch! Ah, sind die nervig. Wollte sagen, muss ich vielleicht mal ganz kurz aushelfen. Schon wieder. Alter, Ifrit. Ist langsam gut hier. Ganz ehrlich, es ist so viel los gerade, ich sehe gar nichts mehr durch. So, da können wir schon wesentlich besser. Ich rede jetzt schon wieder. Mann, Kamera drehen, hallo! Oh, sind alle down und du Alima auch. Super! Ganz kurz nochmal zurück. Aber was du nicht sagst. Alter. Nee. Vor allem bin ich eigentlich ausgewichen. Schöne Scheiße. So. We won't surrender. We won't retreat, not yet. Whatever you do, just please stay safe. Wenn nicht jetzt, wann dann? Was? Everyone okay? Yeah, I think so. That thing scared the pants off me. It felt like it had a different aura than other Zoogles, didn't it? Yeah, it wasn't like the one that Almadria sicked on us either. Its elemental astral energy variance was out of this world. It was like fighting a lord. I guess it's safe to assume that if it came out of the wedge, it must have played some part in helping harvest astral energy. But what? Perhaps a living spirit vessel? It's plausible, given the location. Or it may be part of a new force dispatched to regain control of Dana. If we assume that monster was one of the four beams of light, we must have prevented something from taking place here. I'd like to think so, knowing how much grief it gave us. But at least with that out of the way, we can keep moving forward now. Let's go. Und dafür wird das scheiß goldene Gelee verwendet. Unerbittliches Lot, dann müssen wir verarschen helfen. Ey. Sagen wir aber nicht, dass diesen. Dieses Sylph-Monster, das fliegende Sylph-Monster auch so der Platt machen können. Good to know my training's paying off. And what, pray tell, does this training of yours entail? Why? Interested in joining me? Die viele Lichtstrahlen, wa? Ja. Wenn natürlich jeweils einer von ihnen wird also so eine Art großer Astralgeist gewesen sein, den von Kalaklia, sprich Ifrit, mussten wir das darüber unbedingt ausschalten.
ich nehme an, wir wissen ja noch vom Turm des Windgeist. Wir haben ja gesehen, es ist Sylph, also eine Art Inkarnation von Sylph. Also haben wir hier den Wind, macht irgendwie auch Sinn. Menantia, da wissen wir auch, hier gibt es ein Ding noch, den, wo ist er? Hier, die Talebene. Ich werde mir auch hier zu unters findet man ein Ding. Gnom. Sieht auch schon von Augen her, so vom Tempeleingang ein bisschen aus, wie man Gnom aus vielen Tales of Spielen kennt. So, die wir keinen haben, weil es gibt schon natürlich Elementargeist, das Eis und so, aber es ist halt je nach Spiel und so unterschiedlich und es ist keines der vier Hauptelemente. Wenn schon wäre es ja Licht und Syslodi eigentlich gewesen. Und Lichtgeist, nehmen wir zum Lanistana selbst, haben wir schon irgendwie gesehen, irgendwie auch nicht. Das heißt, es fehlt noch einen Gandalf Haros und ich nehme an, der wird hier unten sein. Das sind die anderen drei große Elementargeister. Das Trallgeister, wie auch immer, werden wohl Sidequest bedingt zu tun haben. Und nur Ifrit war es darüber bedingt. Ja gut. Ein Ifrit aus war jetzt nicht so das Problem, aus in einem Schlag, der war ein bisschen heftig. Ansonsten einfach all seine Dingen aus, am Schluss einfach mit Elfen kontern. Zack, futsch ist das Teil. Ah, wenn man Sylph auch so platt machen könnte, ich meine, die Viecher, sonst, die hätte ich ja eigentlich gekriegt. Wobei bei Sylph muss man sagen, der hat während des Kampfes wesentlich mehr Schaden gemacht als jetzt Ifrit. Weil Ifrit, ganz ehrlich, der hat jetzt ein paar Mal auf den Boden gehauen, konnte man ausweichen. Sein Energiestrahl, sein Laser aus dem Mund gefeuert, war aber nur mittig. In der Mitte der Arena war es auch kein Problem. Ab und zu noch ein paar Feuergeschosse, den kann man auch ausweichen zum Teil. Also eigentlich war nur der Schluss, der war gefährlich. Ansonsten war es Pillepalle. Alter. Trotzdem die Frage bleibt, war Ifrit jetzt ein Gesandt auch vom Planeten Rena bzw. von Lenegis oder gehört der eigentlich hier doch zum, ja, zum Schutzsystem quasi von Dana? Hey, is that it over there? Steht einfach so herum. Okay. Objekte kaufen. Ja, da wäre es wohl kaum. Ah, Traubengelee, das kann man bei dir kaufen. Das Lohn ist eine andere Frage. Kohlenschläge natürlich nicht, war mir schon klar. Hast du vielleicht irgendwie neue Waffe zum Schmieden von einem oder anderen? Ah, bei ihr verbessert das Glutgebrüll. Erstmal den. Den hier machen. So, bei dir kann ich auch deinen mächtigsten Stab aktuell. Perfekt. Glühender Zahn, der fehlt immer noch. War aber ganz ehrlich, wenn wir das so nicht machen, weil das Einzige, was gut ist, der letzte, das wir durchdringen. Ja, man sieht es ja, ist ja ziemlich spitz, aber ganz ehrlich, mit dem roten Schild. Hier fällt Wasserzähmung 2. Sonst kann man es auch schon machen. Da fällt. Nein, eine Echsenflosse fehlt hier. Scheibenkleister. Ist auch Rang 4. Vielleicht finde ich das Teil noch. Dann würde ich für sie halt gerne das Ding noch bauen. Ja, was ist also das hier? Weil ich habe Wasserzähmung 2 gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte es auch nie, Scheibenkleister. Bei ihm auch schon das Stärkste. Sie können sogar noch mal ein paar davon machen. Super. Schweinchen blüht die Alter durchdringen. Noch stärker. Das Material kann nur Zubehör mit maximalem Füllstand ausgewählt werden. Oh ne, übertränke nur mit Stufe 5? Aber dafür können wir es auf Stufe 3 übertragen, oder was? Ah, okay. Das ist auch mal geklärt. You can never be too prepared. But did we have to spend so much? Doch, bitteschön. Das ist ein bisschen nervig mittlerweile. Aber egal. Freunde, das war's. Soweit dabei. Tales of Arise, nächste Folge. Werden wir vielleicht endlich mal Lenegis betreten. Ja, ansonsten jetzt hier, Bergvulkan. War doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Zuerst dachte ich so, oh scheiße, nochmal so ein Tempel. Aber es ging, es war nur eine Ebene hier.
Hier war bereits der Endboss, der doch auch innovativ, der neu war, cool. Bis auf den Endhieb, der fand ich jetzt ein bisschen zu übertrieben, dass er das Vieh direkt gekillt hat. Irgendwie vielleicht noch, kann man noch ein paar Minuten gedauert hätte, wäre nicht schlecht gewesen, aber egal. Ja, dann war es hier schon, dann kann man hier nochmal irgendwas machen, okay, und dann hier ist noch eine Feuerstelle, wo man auch immer. Okay, es bleibt spannend, Freunde. In der nächsten Folge zurück bei Tales of Arise. Bis dahin, ciao zusammen.